Hallo zusammen, Freunde. Wir haben den 1. März, Frühlingsanfang. Wenn man rausguckt, ist noch Winter. Ich war einkaufen, weil ich noch ein paar Böhnchen brauchte. Habe ich mir hier die gelben organisiert. Viermal. Viel zu viel gekauft. Steht drauf, reicht ein Paket für 50 Pflanzen, steht drauf. Hätten zwei auch gereicht. Naja, haltbar bis 27. Haben mir auch zugeschickt Bohnen, allerdings meistens sind es nur Stangenbohnen. Dann habe ich nochmal dreimal von den grünen Buschbohnen, sind aber alles welche ohne Fäden. Das ist mal gut. Also reicht auf alle Fälle. Dann habe ich mir noch zugelegt. Dreimal Erbsen, Markerbsen. Allerdings diesmal nicht von dem Mann mit der Kiepe, sondern diese Firma. War auch nicht teuer. Und weil ich ja wieder nicht vorbeigehen konnte. Wir hatten ja letztes Mal mit den Scheiben und dann von dem Mann mit der Kiepe Schnittlauch ausgesät. Ist ja alles beides nicht gekommen, aber habe ich mir nochmal zugelegt von dieser Sorte, von dieser Firma. Das war ist billigste Saatgut, kam 29 Cent. Probier es doch nochmal. Alle guten Dinge sind drei. So, dann habe ich ja viele Tomaten zugeschickt bekommen. Brauche ich dieses Jahr keine kaufen. Einmal steht hier die früheste Freilandtomate. Kartoffelblättrige. Die machen wir mal. Ich weiß nicht mehr, von wem ich die gekriegt habe. Keine Ahnung. Habe ich vergessen. Aber großes Paket gegenüber normalen Paket. Steht drauf, reicht für 10 Pflanzen. Wieder ein Witz. Naja, was, ich guck mal da mal rein. Die bauen wir an. Dann bauen wir die Buschtomate an. Ah, das ist abgelaufenes Saatgut. Steht drauf bis 2020. Und bei diesem Saatgut. Aber das scheint noch gut zu sein. 24. Da habe ich hier aufgekriegt, das weiß ich, Harzfeuer. Das war von Florian. Nicht der verrückte Florian, sondern der Florian von Eimer und Dassengarten. Dann, nee, das ist eine Paprika, die machen wir nicht. Dann habe ich hier auch zugeschickt bekommen,
Kirschtomate violett. Sind sie doch alles kleine Tomaten. Und dann haben wir hier das gelbe Birnchen auch zugeschickt bekommen. So, Gartenfreunde. Fangen wir erstmal an. Da brauche ich eigentlich mal teilen. Mit den Schnittlauch. Nicht nur der Chef. Mit Mütze. Hallo. Mit Mütze rennt die hier rum. Na ja, gut. Die machen wir mal beiseite stellen. Habe ich eigentlich schon dreimal gezeigt, oder zweimal. Es kann ja nur besser werden. Brauchen wir jetzt hier wieder. Eben habe ich alles drauf hier. Ja. Wenn es wieder nicht wird, dann kaufe ich mir einen Stock. Aber es muss da werden. Ukraine hat immer geklappt. Jedes Jahr. Letzter Versuch, Gartenfreunde. So, nächste Schale. Mal hier die Bohnen weghauen. Liegen wir am Weg rum. Fangen wir mal an hier mit den Sperli. Die heißt Martina. Die Tomate heißt Martina. Die früheste Tomate. Und wir haben noch ein kleines Gütchen drin. Bin ja gespannt. Tätig. Hier ist eins rausgefallen, weiß ich nicht mehr. Das war ja noch auf dem Tisch. Auf alle Fälle in der Tomate. Das ist ja kartoffelblättriges. Da habe ich ja nur die eine Sorte. Ja, mal sehen, ob da noch was aufgeht. Von 2020. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nein, sie sind sogar mehr drin. 9, 10, 14 sind sogar drin. Haben sich ja sogar angestrengt. Ja, ob die noch alle 14 kommen? Die zweite Frage. Dann machen wir mal hier daneben die Harzfeuer rein. Sehen wir, wie der Florian hier reingehauen hat. Oh, das ist reichlich. Das brauche ich ja nicht alle hier. Machen wir eine Reihe Harzfeuer. Ah, zwei rein.
Ja. So. Zweimal, zwei Reihen Harzfeuer. Ja. Dann haben wir mal rein noch die Buschtomate. Oh, die sind ja klein. Ja. Der Chef geht in die Schule. Ja, es sind ja nicht mehr viel drin. Die werden wir ja. Die streuen wir ja drauf. Die nehmen wir alle. Leer, oder? Ah, Eckhörnchen kommt mal raus. Ja, mal reingucken. Das andere Tütchen. Kommt nicht mehr raus. Ist leer. Es sind ja so 1 Zentimeter circa unter die Erde. Schön andrücken. Die großen Fleischtomaten, die machen wir später. Das machen wir jetzt. Und die stellen wir auch ins Gewächshaus rein. Übrigens im Gewächshaus, wo die Auberginen sind, nur 2 Stück gekommen. Muss ich nochmal nach. Doch mal nachsehen. Was ich mir auch gesagt hat, die wurden schlecht keim. So, dann haben wir hier noch eine Schale, da machen wir rein die gelben Birnchen. Hier auch schön, ein bisschen Lätzchen. Oh, das ist auch ganz feines Saatgut. Das reicht auch für Jahre, was da drin ist. Mal sehen, wie viel aufgeht. Immer der Hälfte. Reicht zu. Wenn der Hälfte aufgeht, ist das gut. Und dann tun wir nochmal hier die violette, rote Kirschtomate reinstreuen. So geht's jetzt. Ja. So reichlich. Sind aber kleben sie zusammen,
Ja, ist ja keine Firma. Ist ja von privat. Macht nicht, wenn ihr zwei, drei mal zusammenhängen, kann man ja immer noch rausreißen dann. So. Die reichen mir zu. Wie gesagt, vor zwei Gärten. Von Paul und von mich. Und wieder die Decken. Ja, Temperaturen sollten schon so über 20 Grad sein. Bis 25 Grad könnt ihr ruhig ab. Ist kein Problem bei Tomaten. Ja. Und man lehnt Sumpf drauf. So lassen wir das. Die Dummer auch in das Mini-Gewächshaus. Die zwei Schalen Tomaten. Und den Schnittlauch stelle ich wieder ans Fenster. Ja. Ja, kommt heute. Kommen wir zum Abschlussbelaber. Heute ist etwas kurz. Wenn alle Stränge reifen sollten, ich habe noch ein Paket da. Von dem Schnittlauch. Ich gucke mal drauf hier. Was hier schreit. Keimung. 15 bis 18 Grad. Keimdauer 10 bis 15 Tage. Also 15 nochmal März. Ja, Mittwochsvideo. Ne? Am 18. März müsste es Sonnabend sein. Bin ja gespannt, 18. März. Ab da. Hier was rausguckt. Wie gesagt, wenn es wieder nichts ist, dann kaufe ich mir einen Stock. Oder zwei. Und verpflanze die im Garten. So, reicht für heute. Wir haben auch den letzten. Wie gesagt, die Fleischtomaten und die Tomaten, die ich zugeschickt gekriegt habe aus der Ukraine her, Saatgut, das machen wir später. Ungefähr 10. März rum sind wir, die Dreher rum, die größeren. Eine Rede, kurzer Sinn. Slava Ukraine. Das war's. Und Mittwoch.